Willkommen, liebe Leute, zurück zu Assassin's Creed Unity. Wie ihr schon vielleicht seht, ich habe noch mal ein bisschen eine Farbe gebastelt. Und ja, jetzt schauen wir uns, bevor wir die nächste Story-Mission machen, schauen wir uns noch mal das hier an. Moment, ich gucke erstmal hier rein. Was ist das hier? Zustandsbericht. Toninhalt 20 Florin, nicht schlecht. Aktuelles Einkommen 20 Florin. Daran müssen wir ein bisschen was ändern. Yeah. Das sollte reichen. Nein, soll es nicht. So, renovieren. Erdgeschoss. Fassade. Achso, das müssen wir alles nacheinander kaufen. Okay, gut, dann fangen wir mit dem Erdgeschoss an. Die Arbeiter, die das Haupthaus renovieren, haben einen kleinen Raum hinter der Küche gefunden. Sein Inhalt könnte euch interessieren. Ach ja, mysteriöse Stimme. Könnte es das? Erdgeschoss. Hat sich das schon gesteigert? Ne, ist immer noch gleich. Die Frage ist jetzt, wo war denn der Raum? Ich kenne die Villa ja noch gar nicht. Was haben wir denn hier? Ach, wie schön. Kammer der Andenken. Ah, er kriegt Briefe von Elise. Wow, da sind die ganzen Monturen. Die Monturen aller großen Assassinen. Aha. Okay. Was haben wir hier? Verbindung fehlgeschlagen, natürlich, warum nicht? Was für eine Rüstung? Abchecken. In jedem Teil muss es eine besondere Rüstung geben. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Kann es sein, dass ich wieder im Hauptquartier bin? Ja, scheiße. Dieser kurze, einmal kurz drücken den Knopf, kostet mich einfach mal ewige Ladezeiten wieder. Oh Mann. Okay. So, ich würde gerne nochmal ganz kurz in Arnauds Zimmer gehen. Oh, was passiert? Wollt ihr kämpfen, Monsieur? Wie bitte? Ein Übungskampf. Ein Assassine muss gut vorbereitet sein. Lautet unser Motto, nicht im Schatten zu arbeiten? Unbemerkt zu bleiben und all das? Nennt es einen Ausweichplan. Es ist besser, hier in Sicherheit zu üben, als mit Schlägern auf der Straße zu kämpfen. Oder? Touché. Es sind neue Floretts gekommen, falls du sie versuchen willst. Und? Was ist das? Ach, hier kann man... Ah, das ist doch interessant. Hier kann man schon gucken. Elite-Soldat. Was brauchen wir denn für den letzten? Assassine sind wir erst mit 25. What? 270.000 Erfahrungspunkte.
Elite-Assassin. Meister sind wir mit 425.000. Elite-Meister, Legende. Also das ist der Ezio-Alter-Ihr-Status. Alles klar, weißt du Bescheid, Leute. Wisst ihr einfach Bescheid. Deine Fähigkeiten. Wie gesagt, ich würde gerne kurz nochmal hier gucken, ob wir schon ein paar Briefe haben. Paris, 23. September 1788. Lieber Arnaud, ich hätte nie gedacht, dass Paris so langweilig sein kann. Kannst du dir das vorstellen? Die großartigste Stadt der Welt und ich sitze von morgens bis abends in endlosen Vorlesungen. Es ist schlimmer als in diesem Winter in Straßburg. Erinnerst du dich daran? Es hatte eine Woche lang geschneit, wir konnten das Haus nicht verlassen und alle Bücher in der Bibliothek waren auf Deutsch. Wir haben dem Koch weisgemacht, dass ein alter fränkischer Prinz im Haus spukt und der arme Mann verließ die Küche nur noch mit einem Rosenkranz und einer Bibel in der Hand. Ich vermisse diese Zeiten. Was ich von den Freunden meines Vaters lerne... Nun, ich wünschte, ich könnte dir davon erzählen. Irgendwann vielleicht. Jedoch nicht jetzt und nicht so. Trotzdem, mir fehlen diese Zeiten. Und mein Zuhause. Und du. Wenn Vater das nächste Mal nach Paris kommt, musst du ihn überreden, dich mitzunehmen. Ich verbleibe für immer die Deine, Elise. Ja, nicht immer. Ich hoffe, ich weiß, was ich tue. Nicht immer. Boah, hier gibt's so viel zu entdecken, da kommst du nicht mehr klar. Alles klar. So, jetzt reicht's aber hier. Ich verliere komplett die Übersicht. Jetzt langt's hier aber. Machen wir uns auf zur nächsten Mission, Leute. Erstmal genug umgeschaut, abgecheckt, was so geht. Jetzt muss es weitergehen hier mit der Story. Wie geht's dir, Freund? Mir geht's super, danke dir. Ich bin mittlerweile ein fortgeschrittener Lehrling, falls du es gesehen hast. Kirchgänger haben heute eine Leiche in Notre Dame entdeckt. Der Volksmund nennt ihn bereits den Büßer. Ist der Gerechtigkeit Genüge getan? Nicht vollständig. Sivert hatte in der Nacht von Delassers Ermordung einen Komplizen. Dieser setzte den Todesstoß. Das ist äußerst beunruhigend. Was hast du erfahren? Er arbeitete mit einem Mann namens Roi de Thunes. Der König der Bettler? Seid ihr sicher? Ihr kennt ihn? Gerüchte. Die Bettler zahlen ihm Tribut. Der Mann selbst ist ein Geist. Wir setzten drei Assassinen auf ihn an. Zwei fanden keine Spur. Der dritte kehrte nie zurück. Ich kann ihn finden. Sivert traf einen seiner Adjutanten. Ich schulde es dem Andenken an Monsieur de la Serre, die Wahrheit aufzudecken. Vielleicht kannst du das sogar. Du hast dich heute als wahre Assassine bewiesen. Und ein wahrer Assassine braucht das rechte Werkzeug. Die versteckte Klinge und die Rauchbomben waren also nur, was ihr gerade zur Hand hattet? Eine Phantomklinge. Eine bescheidene Aufrüstung der traditionellen Assassinenklinge. Wo du hingehst, willst du deinen Feinden vielleicht nicht allzu nahe kommen. Nun denn. Assassine. Der Rat entsendet dich zum Cours des Miracles. Finde dort den Tempelagenten Le Roi de Thunes. Erfahre sein Geheimnis. Und dann bring ihm Frieden. Das klingt doch cool und wir haben endlich die Phantomklinge. So. Linkes Pfeiltastenpad. Haben Sie diese ausgerüstet, drücken Sie LB für einen Reflexschuss. Halten Sie LB gedrückt, um zu zielen und drücken Sie... Okay, ist klar. Wenn der Gegner von Berserker-Klingen
getroffen. Also, ja, das kennen wir auch schon. Das kennen wir ja schon. Dann machen sie sich gegenseitig fertig. Was ziemlich lustig sein kann. So, gehen wir da raus. Am besten hier vorne. Hallo? Ja, 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 du willst mir nur wieder Kohle abschwatzen. Lass das mal. Bei den Ladezeiten, Leute. Und Scheiß, ich sag's euch ganz ehrlich. Ich seid froh, dass ich euch die extra rausschneide, alle. Die sind nicht mehr normal, teils. Die sind nicht mehr normal. So, ich markiere mir mal eben die. Ach Gott. Wie weit weg? Müssen wir mehr Aussichtspunkte holen. Auf dem Weg dorthin. Geht gar nicht klar. Rein in die Plörre, das sieht ja richtig lecker aus. Oh Mann. Wie gesagt, seid froh, dass ich euch, dass ich so gutherzig bin, mein Spaß. Aber, ja, die Ladenzeiten sind krass. Habe ich aber gelesen und gehört, dass es überall sein soll, auf jeder Plattform. PC soll auch wieder seine Probleme haben mit dem Spiel. Ich weiß nicht, warum die das einfach nicht hinkriegen. Wir hatten ja auch jetzt schon einige Bugs. Ich meine, bei Open-World-Spielen ist es immer schon, jetzt auch wie er da wieder drauf steht, das ist halt, ja, das ist halt doof einfach. Aber, ich sag mal so, solange es keine Bugs sind, wo man die Mission nicht weiterspielen kann oder die Mission verkackt wegen einem Scheiß-Bug, das, dann ist es noch alles so, ja, scheiße, aber verschmerzbar. Naja, also ihr wisst schon. Stimmt, einige haben auch gefragt, warum ich das auf der Xbox One zocke. Einige haben mich auch direkt dafür beleidigt, ja, weil die einfach dumm im Kopf sind. Ich raff das nicht, aber warum immer dieser Hass gegen die eine oder andere Konsole? Verstehe ich nicht. Fürs Zugucken ist es sowieso scheißegal, ja, und zweitens ist es einfach der Fall, dass ich hier auf der Konsole mit Freunden zocken kann. Ja, auf der anderen halt nicht. Und was auch wichtig für euch sein könnte, interessant sein könnte, ist, falls ihr das wisst, ich weiß es zumindest, dass meistens, wie es zum Beispiel auch bei Watch Dogs war, wie bei jedem anderen Assassin's Creed bisher, kommt bei Xbox der DLC einen Tag früher als bei der PlayStation. Weil Sony das nicht hinbekommt, das einfach dann freizugeben, wenn es freigegeben werden kann. Die haben ja das immer, dass es mittwochs ist, ansonsten nicht. Ich weiß nicht warum, aber ja, wie gesagt. Das ist einfach, das sind einfach drei Gründe. Und dann zu sagen, ey, du bist aber, was zockst du da jetzt auf der Xbox, bist du bescheuert? Ich habe jeden Titel dieses Jahr auf der PS4, dann zocke ich einen Titel auf der Xbox One, wird man direkt beleidigt, Leute. Das ist das Internet, willkommen im Jahre 2014. Ist geil, oder? Aber drauf geschissen. Einfach mal dick drauf geschissen. So, jetzt müssen wir hier... Können wir hier runterjumpen? Ja, können wir. Wuhu! Ah, ja, bleibt mal ruhig, Leute. Ich würde sagen, hier gibt's einen Cut, Leute. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Und, ja. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Oh, den mache ich noch. Ich muss mir echt das Doppelattentat besorgen. Was willst du von mir? Zack, Roundhouse Kick. Oh shit. Was ist denn los hier mit mir? Ein Platt, Anno. Yes.
What the fuck, what the fuck, what the fuck, der dreht euch. Zack. Medizin. Nehmen wir auch direkt mal ein. Aber wie gesagt, zack. Das war's für dieses Mal. Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst ein bisschen Feedback da. Kommentare, Bewertung. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Geht's dann wirklich, wirklich, wirklich mit der Story weiter. Wir haben es ja dieses Mal angefangen, aber nächstes Mal geht's dann los. Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.